Achtsamkeit ist das sanfte Bemühen um das Erleben der Gegenwart. Und das ist nichts, was uns so von ganz alleine geschieht, sondern das erfordert eine Intention, dass wir üben, immer wieder in die Gegenwart zu kommen, in die Erfahrung der Gegenwart. Und Achtsamkeitstraining ist ein Teil von Psychotherapie geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Es wird eingesetzt in der Behandlung von Depressionen, von Angsterkrankungen, von Schmerzerkrankungen. Und hier geht es ganz besonders darum, immer wieder neu in eine Position hineinzugehen, in der ich die Gegenwart erlebe, ohne mich mit der Gegenwart zu identifizieren, sondern in einem Abstand zu bleiben, in dem ich entscheidungsfrei sein kann.